Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Lang ist's her, aber heute gab es endlich die Meldung und da muss ich natürlich ganz schnell ein Video machen, um euch das Ganze zu erzählen. Denn der DLC wurde angekündigt. Das ist auch schon fast alles, was wir wissen. Wir wissen, wie der DLC heißt, wir wissen aber noch nicht, was der Inhalt ist und auch nicht, wann er kommt. Nachdem am 22. Februar der Tweet kam mit dem Thank you für 20 Millionen Exemplare und am 24. Februar die Goti kam heute der Tweet, ich blende es euch mal ein, der Tweet von Elden Ring von From Software, dass ein DLC in Development ist. Ich hoffe, er ist nicht gerade in Development, sondern schon fast fertig, weil wenn die jetzt erst damit angefangen haben, wäre es schwierig. Das Ganze wird heißen Shadow of the Erdtree. Wir haben auch ein Bild dazu, das blende ich auch mal eben ein. Und soll jetzt natürlich ein bisschen zu Spekulationen einladen. Wir sehen eine Frau, ich mache mir das Bild auch mal hier nebenbei auf, eine Frau auf einem Pferd, lustigerweise das gleiche Pferd, was wir auch haben. Und mit blonden langen Haaren, man sieht im Hintergrund den Erdtree, ganz viele Geister, Steine und es sieht ein bisschen aus wie Limgrave, würde ich sagen. Könnte so eine Zwischenwelt sein, so eine Parallelwelt. Wir wissen, also wie gesagt, wir wissen nichts außer dieses Bild. Und wir wissen auch nicht, wann es kommt. Erinnert euch zurück an den Leak von letztem Jahr, wo Bandai Namco geleakt wurde. Blende ich euch auch mal gerade ein. Und dort sehen wir ja Elden Ring Barbarians of the Badlands, damals hieß das noch, für Q3 dieses Jahr. Und seien wir mal ehrlich, es passt. Also wir hatten von Dragon Ball The Breakers in diesem Quartal die Season 2. Elden Ring wird jetzt announced, könnte in zwei Quartalen kommen, also in Q3, wir haben gerade Mitte Q1. Könnte also echt gut passen, wenn so ab August, September, Oktober das Elden Ring DLC kommt. Damals hatten ja alle schon gesagt, boah, das kommt doch viel zu spät, das muss Ende 2022 kommen. Und jetzt kommt es vielleicht wirklich in Q3 2023. Name wurde ein bisschen geändert, aber ja, das ist das, was wir bisher wissen. Ich bin extrem gehypt. Lasst mal gerne in den Kommentaren mich wissen, wie ihr das findet. Gerne ein Like auf dem Video lassen und wenn ihr da nichts verpassen wollt, ich werde das auf jeden Fall Livestream und auch auf YouTube wieder Highlights und Waffen und alles Mögliche vorstellen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.